Eins ist auf jeden Fall Fakt. Mike hatte man bereits ein Matchbox-Auto vor der Eisenbahnstartpackung unter den Tannenbaum gelegt, wo er so gerade anfing, aufrecht zu gehen. Und wo der Bengel langsam flügge wurde, meinte Muttern, nicht Vatern, komm, wir besuchen mal Hamburg-Altona, die Eisenbahndirektion. Aber Mike entschied sich für die Gummibereiften, seinen Weg des Brötchenverdienstes zu gehen. An dieser Penne, also die Wagenbauschule, für Alteingesessene lieber so betitelt als den Hochschulcharakterverbalismus, fand Mike dann auch so richtig Gefallen am Studieren. Und statt dem bisher so mit 3 bis 4 in der Zensurenskala unterwegs, waren es auf einmal die 1 bis 2, komm Mike, nur schon auf. Dort wurde schnell klar, bloß kein Dünnblechbohrer, also irgendwann bei Carmen den Klappbügel Nummer 2, beim Gier oder den Blinker 4, beim BM Wuptig so über 4 Jahre auf Millionstel Millimeter konstruktiv getuned. Nee, da ging es bei Mike von Anfang an mit dicken Blechen und Tonnagen zur Sache. Und was lag da näher? Bei einem typischen mittelständischen Nutzfahrzeugbauer, natürlich aus Liebe zum Norden, im Norden geblieben, sehr zum Leidwesen seines Professors, der meinte, deine Zukunft kann nur im Mittelwesten liegen. Tja, mein Herr, weit gefehlt. Der Gefahrgut-Nutzfahrzeugbau im gesehenen Unternehmen ist und war genau eine Punktlandung für Mike, der immer von der schnellen Truppe kommen, sich hier austoben konnte mit allen Funktionsbekleidungen, die einem in einer technischen Laufbahn ermöglicht werden könnten. Konstruktionsleitung, Schweißaufsicht HP3, Prüfaufsicht HP4 und später, allerdings aus widrigen Umständen, sogar noch etappenweise Produktionsverantwortung. Auftrag im persönlichen Gespräch in der City Nord von Hamburg, heute abgeholt, 2 Wochen konstruiert, 4 Wochen Material disponiert, 4 Wochen Fertigung, und so nach 3 Monaten Fahrzeugübergabe. Egal ob per Hand gezeichnet oder CAD oder schon FEM-Methode, man höre in den 80er Jahren. Baumusterzulassung und Erprobung. Denn Mike ist und war schon immer autark denkend gewesen. Auch was die Führerscheine wie alle Klassen und Gefahrgutscheine betrifft, er besaß und besitzt. Mann, was waren das für tolle Zeiten. Zwangslenkungen im Fahrzeugbau, Langsamläufer mit 26 Tonnen Einzelradlasten, Überführungsfahrten mit und zum Kunden, der fertigen Fahrzeuge im In- und Ausland. Herrlich. Und eben nicht ein 2,8 Tonner nur. Nein, über Länge, über Breite und richtig. Alte, teilweise noch Offroad-Schalttechnik genossen, sicherlich er verwöhnt vom alten 5-Tonner in Naturoliv. So, Schluss jetzt. Die neuere Technik ist ja auch im operativen Bereich des zweiten Berufslebens im Fahrzeugbau nicht zu kurz gekommen, wo man alle großen Nutzfahrzeugbauer in Europa kennen und schätzen gelernt hat. Zumal man jetzt auf der Bestellerseite statt der Bauerseite sich rumtummelte, aber nie den konstruktiven Kick aus den Augen verloren. Zumal es immer in der Wirtschaft um Kosten-Nutzen-Verhältnisse geht. Da sind die Eigengewichte zu den Nutzlasten ja gerade im kombinierten Verkehr von exorbitanter Wichtigkeit. Und wenn man seine Chassis eben selbst in 1:1 baut. Aber wir gehen jetzt mal in den Maßstab 1:32 Thema über. Denn wir wollen ja nun hobbymäßig das Ganze ausnutzen aus der beruflichen Vergangenheit. Fakt ist, dass der Maßstab 1:32 so etwas von dynamisch schon von Haus aus daherkommt, als fertiges Spielzeug, sorry, Beschäftigungstoy. Und Sico hat mit seinem RC-Bereich eine so große Fangemeinde sich die Jahre aufgebaut. Da kann einer wie Mike, der nicht nur auch gerne auf Modulen im Kreis fährt mit Eisenbahn, sondern eine Industrielandschaft visuell im Umfeld von Spur 1 Eisenbahn lebt, an den Nutzfahrzeugen zusätzlich gar nicht vorbei. Bester Mike, vorher hattest du wenig Zeit und etwas Knete als Steuerzahler,
Jetzt hast du Zeit. Zwar weniger Knete, aber bist immer noch Steuerzahler? Oder wie? Oder was? Nein, Mike, jetzt mal Spaß beiseite. Und Herrn Masro, genannt mal auf den Zahn fühlen, was geht da so als Individual 1:32 Fahrzeugbau für deine Belange im kombinierten Verkehr im Besonderen? Container, Chassis, Spreader, also Containerumschlaggerät, leer und oder voll beladen. Aber lassen wir uns mal die typischen Snacks in den Videos verfolgen und beschmunzeln. Einfach Genuss pur, diese Schlaumeier-Besser-Verbalismen. Und die Fotos von Herrn H. Junge sind trotzdem allemal zeigewert, was auch mit dem 3D-Druck heute in diesem Bereich schon geht. Einfach schön, wenn man mal im Vergleich 50 Jahre zurückdenkt, wo Mike mit aller Gewalt seine Viking-Sammlung aus heutiger Sicht per Lötkolben für neue Fahrerhaus- und Aufbautenkombinationen kommerziell abgeschmolzen hat. Oh oh, eigentlich schade. Aber egal, gestern war gestern und morgen ist morgen. Guten Tag, Herr Rotan. Ist doch richtig, ne? Ja. Benzin in einer einzigen Kammer. Na, dann mal los. Ich sag Benzin in einer einzigen Kammer. Ja, dann mal los. Ja, ne? Vorbilder gibt es genug im Hamburger Hafen. Ja. Ich würde dann eher den Flugkraftstoff in einer einzigen Kammer fahren. Alles gut. Ich möchte den Hammer so weit raushängen lassen. Respekt, ganz toll. In 1 gibt es ja noch viel zu wenig Fuhrpark. Naja, das ist ja nur ein Teil einer Anlage. Ich habe 32 Quadratmeter. Also zwei Teile hiervon werden dann in eine Anlage implementiert. Okay. Haben Sie den Forklifter auch ein bisschen dynamisch. So ein Ding suche ich ja auch für meine Container. Ja, U1. Ich bin von heuer, muss ich noch mehr erzählen. Ja, ich sag mir ja einiges. Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann geht das zur Sache. Ja, dann müssen wir mal. Müssen wir mal schnacken aus Rheinbeek. Eins klar. Und dann kontakten wir mal. Also ich habe Tankcontainer zu Hause. Ich habe, glaube ich, 20, 25 Container zu Hause. Ja. Sie können bei mir 20 Fuß, 40 Fuß Container kriegen. Ja. Das, die Containeranhänger mache ich selbst. Ja. Sattelauflieger mache ich selbst. Da ist einer in Glückstadt irgendwie gestartet, ne? Ja, der macht der, Boxen oder was? Ja, Heiko Junge ist das. Oh, du hast aber nicht jugendfrei das. Achtung. Wenn das mal ein Gold Guide, ne? Die einschlägigen, schmutzigen Zeitungen auf dem Armaturenbrett. Ist nicht nur Praline, ne? Da war doch mal was, ne? Solange es nur der Playboy ist. Ja, der ist ja teurer, ne? Das kannst du dir von 1.950 Euro brutto Fahrergehalt nicht mehr leisten. Da muss es andere Sachen geben. Aber man inseriert schon wieder. Ich gebe dir 3.000, komm zu mir.
Hast du den Beton-Tankwagen? Den Silo? Ja, von vorne nur, ne? Das ist der neue hier, 3D gedruckt. Den habt ihr aus dem Drucker, wa? Ja. Also ist nicht verkehrt. Hochprofessionelle Firma und dann kann man das schon mal machen. Also. Und was ist Metall, ne, oder? Nee, also das Fahrerhaus ist PLA, ist Kunststoff. PLA? PLA, ja. Wieder was lernen müssen. Das ist also relativ hochwertiger Kunststoff. Ja. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Laser, wie die also dann dementsprechend arbeiten. Hier, guck mal, auch schon so ein bisschen mit Airbrush. Das finde ich natürlich auch gut, ne? Die Lackierung. Das ist oberaffentitten geil. Das ist toll. Einfach traumhaft. Muss auch das Führerhaus. Ja. Guck mal, und das ist eben das Schöne, wenn du hier diesen Kleinkram einfach mal machen kannst. Ne? Und allein hier diesen kleinen Presslufthammer für die Maschine. Mhm. Ist ja wohl stark. So was hätte ich auch hier richtig nicht. Das ist schon ein LKW, aber der dann so groß ist wie die Straße. Guck mal, hier sind die Fußsägen, das macht man zu kurz. Das ist halt noch eine Nummer groß am Lager. Zugegeben, bisher ist Mike noch nicht am Ziel seiner Träume angekommen. Aber das wird sich ändern in den nächsten Monaten. Kommt, sei ehrlich, wird auch wieder Jahre dauern, gelle? Aber so ein voll funktionaler Radlader im Kieswerk, dann Förderbänder oder den Kettenbagger mit Schrottgreifer im Recyclinghof oder den Riedstecker für die wenigen Tankcontainer in der Umladung vom Tragwagen auf die 20-Fuß-Chassis, da geht doch was. Oder bestimmt auch mit Sympathisanten dieser Zunft. Hurra, es lebe unser aller Hobby. Man kann ja auch in jeglicher Hinsicht kleine Szenen inszenieren mit Fahrzeugen. Und ein Jaguar unterstreicht allzu genug, wie, wo, welche Verhandlungen mitunter aus welchem Lebensdruck, Zwang oder Einstellung ergehen. So, nun aber genug, Mike. Nimm lieber deine LKWs, zum Beispiel der alte Volvo, der ja für seine geglaubten damaligen 19 deutsche Märkerchen ein doch fantastisches, detailliertes Modell bereits widerspiegelt. Reifenprofil, Sattelkupplung, Auspuffanlage, Rahmen und. Und das zweiachsige klassische Chassis. Wer fährt heute noch Trilex-Felgen und Blattfederung? Egal. Macht sich als armer Subunternehmer im Speditionsgewerbe für so ein paar leere 20-Fuß-Box um puren Alma noch lukrativ genug aus. Aber genießen Sie einfach die Details, die ja bei mir immer gerne eher als Nahaufnahme rüberkommen sollen, als irgendwo eine Szene in 5 Meter Entfernung, wo man nur erahnen kann, was wohl gezeigt werden soll. Bleibt mir dieser Tage Ihnen allen ein besinnliches, frohes und friedliches Weihnachtsfest zu wünschen. Und bleiben Sie im Kanal Fanat, nein, den meinigen, treu. Sie sollen es nicht bereuen. Es wird einiges noch kommen. Bis dahin ein Dankeschön einmal mehr und bis bald, Ihr, dein Mike M.E. Thank you.